Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Willkommen hier heute zu dem neuen Video. Heute geht es um Collectibles in Videospielen und heute tatsächlich eigentlich eher so um den Bereich von Jump'n'Runs, Metroidvania, diese Art Spiele, wo man eigentlich durch die Level und durch die Spiele durchlaufen möchte. Aber nebenbei gibt es halt noch diese Collectibles. Also klar kann man auch in RPGs und in großen, langen Spielen und in Adventures kann man natürlich auch immer solche Sachen sammeln. Aber hier geht es eben gerade so um die Spiele, die eigentlich ja eher durch den Spielspaß bestechen wollen und durch das Gameplay selbst. Und dann gibt es halt immer noch zusätzlich diese Collectibles. Und dieses Thema ist jetzt nämlich gerade sehr präsent gewesen. Ich habe nämlich gerade eben Kirby gespielt. Kirby und das vergessene Land. Und ich habe dieses Spiel relativ zügig gespielt. Und dann sind die Leute halt im Chat gleich hochgegangen. Oh Tim, du hast so viele Waddle Dees vergessen. Du musst die doch einsammeln. Und oh mein Gott, man kann doch später und so weiter. Und ich musste halt den Chat wirklich hart bremsen und denen einfach klar machen, dass ich jetzt gerade einfach, ich sehe überhaupt keine Motivation, diese Collectibles jetzt zu sammeln, weil A, mir das spielerisch gerade überhaupt keinen Mehrwert bietet und zwei, ich überhaupt keine Motivation vom Spiel bisher bekommen habe, diese Sachen zu sammeln. Und die Leute halt immer weiter, ja, aber Tim und so weiter. Und dann kam ich nämlich an diese gewisse Stelle. Das ist jetzt ein klitzekleiner Spoiler für Kirby, aber wenn ihr halt an einer gewissen Stelle im Spiel seid, dann wird euch das Waddle-Dee-Dorf freigeschaltet. Und in diesem Dorf bekommt ihr mehrere Bauten, von denen ich jetzt noch nicht weiß, was sie sind, weil ich bin erst noch ganz frisch dabei. Und wo man dann aber auch tatsächlich Upgrades freischalten kann. Eben für die freigeschalteten Waddle Dees und für diese Missionspunkte. Also du musst Sterne sammeln, musst Münzen sammeln, um dann eben in diesem Waddle Dee-Dorf diese ganzen Fähigkeiten freizuschalten. Und da hat dann tatsächlich die Motivation eingesetzt. A, weil ich die Waddle Dees brauchte für diese Bauten, von denen ich noch nicht weiß, was es ist. Und B, zweitens, ich war jetzt motiviert, Münzen und diese Sterne zu sammeln durch diese ganzen Missionen, weil ich jetzt wusste, was ich dafür bekomme. Weil ich jetzt wusste, okay, ich mache das, weil ich dafür dann eben später meine ganzen Fähigkeiten auf ein gewisses Niveau upgraden kann. Und da hat es dann eben Spaß gemacht. Und davor hatte ich eben keine Motivation. Und da habe ich halt den Leuten schon erklärt, was für mich wichtig ist bei Collectibles. Und was ich brauche, damit sie mir Spaß machen. Und ich habe ein paar positive und negative Beispiele hier. Und ich würde sagen, damit steigen wir mal ein. Kirby, wie gesagt, aktuell für mich ein okayes Beispiel. Ich bin ja noch nicht besonders weit, aber sie sind ein bisschen versteckt. Sie erweitern die Welt, sie erweitern den Spielspaß. Sie sind aber auch nicht zu hart versteckt. Und man bekommt was dafür, wie es jetzt in the long run, sage ich mal, sein wird. Wie lange mich das mit... Da kann ich, wie gesagt, noch nichts zu sagen. Aber so ist erstmal Kirby hier der Aufhänger zu dem ganzen Thema gewesen. Was sind denn für mich weitere, um mal direkt euch zu sagen, was ich nicht haben möchte, weitere schlechte Beispiele? Ein schlechtes, negatives Beispiel sind leider bei mir oft die Mario-Spiele. Und ganz besonders die New Super Mario Bros. Reihe. Weil ich habe hier tatsächlich keinen Payoff. Es gibt ja hier immer ganz oft diese Münzen, ja, diese großen, besonderen Münzen, gerade in Super Mario World und so weiter. Es gibt da halt immer diese besonderen, großen Münzen, die man halt in den Level finden muss. Aber das Problem, was diese Mario-Spiele haben, erstens, es gibt dafür im Endeffekt nicht wirklich was. Also es ist für mich persönlich ist es schlecht, wenn für die Collectibles kein wirklicher Payoff da ist. Keine Belohnung, wenn ich nicht weiß, wofür ich das am Ende mache. Oder wenn die Belohnung so gering ist, dass am Ende entweder nur die 100% da stehen oder ein extra Level am Ende oder die Credits anders aussehen. Das ist für mich tatsächlich nicht wirklich das, was ich unter einem guten Collectathon irgendwie verstehe. Yoshi's Island wäre dagegen wieder ein richtig gutes Beispiel, weil da bekommt man meiner Meinung nach sehr, sehr viel. Du bekommst die Bonuswelten, die du am Ende machen kannst und generell ist es einfach super süß und super gut implementiert. Außerdem hast du drei verschiedene Collectathons. Die Blumen, die du halt jeweils finden musst, die meiner Meinung nach super in den Welten versteckt sind. Dann hast du halt vor allem, und das ist das wirklich Gute, das mit den Sternen, die roten Münzen sind auch super gut versteckt und sie sind an Stellen, sodass es das Spiel erschwert, wenn du die eben freischalten möchtest. Sehr gut, diese Mechanik. Und das dritte ist halt auch wieder eine erschwerende Mechanik, dass es eben nicht so leicht ist, mit den vollen 30 Sternen die Level zu beenden. Und dann bekommst du dafür im Endeffekt noch zwei geile Level freigeschaltet und dann bekommst du ganz am Ende noch, dass die ganze Welt sich ändert. Mega cool. Aber gerade in diesem Spiel hier fand ich es halt ganz, ganz schwach, wie eben diese Münzen versteckt sind. Es sind nämlich alles nur irgendwelche unsichtbaren Wände. Das heißt, im Endeffekt läufst du im ganzen Level überall, springst du gegen jede Wand, weil
die sind nicht leicht ersichtlich. Es ist nicht so, dass du erahnen kannst, wo diese unsichtbaren Wände sind. Das heißt, im Endeffekt musst du überall die ganze Zeit irgendwo gegenspringen. Du verdächtigst irgendwo immer irgendeine unsichtbare Wand. Und das ist die ganz, ganz schlechteste Art für mich persönlich, um irgendwelche Collectibles zu verstecken. Das Spiel sollte meiner Meinung nach entweder dich durch die Collectibles führen, deshalb wäre Banjo-Kazooie zum Beispiel ein super gutes Beispiel für einen guten Collectathon, weil die Sachen alle gut benutzt werden können und weil sie sehr, sehr organisch und sich selbst finden in der Welt versteckt sind. Hier ist es, wie gesagt, einfach nur ein Guessing-Game. Dark Souls 2 hatte auch dieses ganz, ganz große Problem mit viel zu vielen versteckten, unsichtbaren Wänden, sodass im Endeffekt die Streamer, die Leute irgendwann einfach nur noch gegen jede Wand hauen, weil du ständig versuchen musst erahnen musst, dass irgendwo ein verstecktes Leuchtfeuer hinter der Wand ist. Also mit unsichtbaren Wänden muss man einfach sehr, sehr vorsichtig hantieren, weil sie das Spielgefühl auch sehr, sehr negativ beeinflussen können. Und in den News über Mario Brothers Spielen fand ich das, wie gesagt, ganz, 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 ganz schlecht gemacht. Dann habe ich aber auch mal wieder gute Beispiele. Zum Beispiel Rayman Legends hat das Ganze sehr, sehr gut gelöst. Hier ist es wirklich so, dass wenn du diese ganzen Sachen haben möchtest, die ganzen Looms und so weiter, dann ergibt sich dadurch eine Schwierigkeit und teilweise auch andere Wege. Teilweise entdeckst du durch das Verfolgen der Looms nämlich auch tatsächlich erst die Secret Exits, weil sie dich eben so toll durch die Level führen und weil du dadurch andere Routen in den Level nehmen muss. Gerade die auf Zeit getrimmt sind zum Beispiel, weil es natürlich schwerer ist, den langen Weg zu gehen an dieselbe Stelle als den kurzen. Hier gibt es aber die Belohnung und so hast du ein Risk-and-Reward-System, was durch diese Items, die du einsammeln kannst, immer sehr, sehr gut hervorgebracht wird und das machen gerade die Rayman-Spiele, finde ich persönlich, hervorragend. Dann gibt es da noch ein sehr, sehr gutes Beispiel, finde ich persönlich, das machen oft die Metroidvania-Spiele. Gerade Metroid, auch Metroid Dread, weil hier hast du eben die ganz, ganz starke Motivation, dass du Power-Ups dafür bekommst. Das heißt, immer wenn du, und by the way, hier wird sehr, sehr gut mit unsichtbaren Dingern hantiert, weil die kannst du erahnen, meiner Meinung nach, in den Metroid-Spielen. Hier bekommst du halt Missile-Container oder halt ein bisschen mehr Energie, Energy-Tanks. Das heißt, du wirst stärker und teilweise brauchst du die auch wirklich, wenn du das Spiel auf einem gewissen Schwierigkeitsgrad spielen musst. Das heißt, entweder durch Level-Upgrades oder generell durch Stärkerwerden ist persönlich für mich eine gute Motivation. Außerdem finde ich persönlich, gerade in den neueren Metroid-Spielen und gerade durch die Map in Metroid Dread, finde ich gerade, dass das Erforschen der Dinge und das Erahnen von versteckten Wänden oder Geheimnissen sehr, sehr gut implementiert ist. Auch sehr, sehr gut machen das meiner Meinung nach die Shantae-Spiele, weil auch diese Spiele sind ja nicht zu schwer und nicht zu fordernd. Du bekommst Fähigkeiten und auch hier Herzen, Herzteile wie in Zelda, sodass das Spiel sich einfach ein bisschen besser gestaltet. Findest teilweise echt kleine, schöne Orte und auch hier, sie sind nicht zu schwer und nicht zu krass und nicht zu blöd versteckt. Und sowas brauche ich einfach in diesen Spielen. Ich brauche eine gewisse Motivation. Für mich persönlich können diese Collectibles nicht einfach nur da sein. Und das ist eben dieses eine Problem. Ich möchte nicht sammeln des Sammelnwegens. Wenn halt einfach nur Dinge da sind und bei einigen Leuten triggert da wahrscheinlich dieser, ja, ich möchte alles immer sammeln, oh mein Gott, je mehr, desto besser. Und sie haben Spaß daran, einfach nur das Ganze zu vervollständigen. Und das habe ich zum Beispiel gar nicht. Und deshalb glaube ich auch, sind wir so oft mit Arceus aneinander geraten. Pokémon-Legenden Arceus hat ja für mich dieses ganz, 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 ganz schlechte Questsystem und ganz, ganz diesen blöden Grind. Sodass ich persönlich absolut keinen Spaß am Gameplay hatte von Arceus. Also das reine Gameplay fand ich geil. Aber der Progress hat mich absolut abgefuckt. Weil ich habe keinen Spaß daran, einfach nur Listen abzuarbeiten. Einfach nur, weil sie da sind. Sondern ich möchte dafür entweder irgendwie eine Schwierigkeit haben oder irgendein Gefühl, dass es Sinn macht, was ich da gerade mache. Andere wiederum sagen sich, ja, Listen, geil, ich kann grinden, ich kann abarbeiten. Und das ist bei diesen Collectibles genauso. Die Leute einfach nur dadurch, dass das Level sagt, hier sind 10 Geheimnisse in der Welt versteckt, finde die noch mal, dann finden die Leute allein das cool und haben daran Spaß. Und ich brauche eben eine Motivation dafür. Entweder, dass sich dadurch eine spielerische Schwierigkeit ergibt und am Ende aber auch irgendwie eine Art Motivation. Warum mache ich das Ganze? Was bekomme ich dafür? Upgrades, Fähigkeiten oder andere Welten, andere Level, die ich dadurch irgendwie entdecken kann. Irgendeine Reward, irgendeine Belohnung für das Ganze. Einfach nur sammeln, weil die Dinge da sind, das reicht mir persönlich nicht. Anderen reicht es. Und da ist wieder eine Geschmacksfrage dabei. Und so darf man wiederum natürlich nie die Einstellung des anderen irgendwie gegen eine andere abwägen. Wenn einer sagt, ja, ich fand das toll, wie das Spiel hier die Collectibles eingebracht hat, dann mag es dir persönlich nicht gefallen. Und auch da, auch wenn es manchmal schwerfällt, muss man halt wieder versuchen, den Geschmack des anderen zu akzeptieren. Genauso wie wir beim Grinden neulich gesprochen haben.
ist es einem manchmal vielleicht absolut unbegreiflich, wie jemand Spaß daran haben kann, 18 Stunden zu grinden, während man selber sagt, ich brech ab und der andere hat sogar Spaß dran. Dann haben wir noch das Beispiel Donkey Kong. Donkey Kong hat halt die Kong-Buchstaben und in Donkey Kong Country 2 hast du ja sogar noch mehr Collectibles. Aber gerade die Kong-Buchstaben sind für mich ein mega gutes Beispiel, wie eben Collectibles eine sehr, sehr schöne optionale Schwierigkeit in die Level bringen können. Stellt euch jetzt einfach mal ein Level vor, nehmen wir zum Beispiel einfach mal das Loren-Level mit den Minen. Das Level ist schon nicht einfach, aber habt ihr mal versucht, in dem Loren-Level dann auch gleichzeitig die vier Kong-Buchstaben zu holen? Sie sind halt teilweise an solchen Stellen platziert, dass es schwerer ist, an diese Buchstaben ranzukommen. Dass du halt teilweise wirklich grübeln musst, okay, wo muss ich jetzt genau abspringen? Und du wirst öfter sterben dadurch, willst es dann aber vielleicht machen. Du bekommst halt in diesem Spiel eben nicht so viel dafür. Das ist halt eher der Vorteil in Donkey Kong Country 2. Da bekommst du halt wesentlich mehr Dinge für die Sachen und es ist irgendwie ein bisschen organischer und schöner gestaltet. Gerade halt die ganzen Kremlin-Münzen, wodurch du ja die Secret-Level am Ende siehst, mega, mega cool gemacht. Aber sie sind halt spielerisch, finde ich, sehr, sehr toll implementiert. Und sie sind halt nicht einfach nur da, sodass du an irgendwelche unsichtbaren Wände krabbeln oder sammeln musst. Persönlich auch sehr, sehr gut gemacht, finde ich persönlich, macht das Ori, And the Blind Forest und auch Will of the Wisp, weil hier hast du halt auch wieder beides. Sie sind an sehr, sehr schweren Stellen versteckt, sodass sich das Spiel dadurch dann schwerer spielt. Aber sie sind halt auch einfach in der Welt versteckt, sodass du hier teilweise auch unsichtbare Wände finden musst. Aber auch hier bin ich wieder der Meinung, du kannst es in Ori sehr, sehr gut erahnen, wenn du mit der Map arbeitest, mit den Fähigkeiten arbeitest. Dann kannst du halt jedes Mal so ein bisschen abschätzen, wo hier eventuell unsichtbare Wände sein sollen und dann fühlst du dich belohnt dafür, dass du an der Stelle nachgeguckt hast. Und du musst halt nicht gegen jede Wand springen und nicht überall irgendwelche unsichtbaren Wände finden, die es eigentlich gar nicht geben sollte, wie in New Super Mario Bros. Andere Beispiele wären Super Meat Boy mit den Pflastern, wodurch du dann am Ende einige Level erst freischaltest und die halt eine absolut geile Schwierigkeit mit einbringen. Oder in Cuphead die Münzen. Es ist hier nicht immer leicht, alle Münzen in den Leveln gleichzeitig zu sammeln, aber wenn du sie hast, kannst du dir mehr Fähigkeiten kaufen. Also es gibt wirklich gute Beispiele und meiner Meinung nach leider halt auch ein paar schlechte Beispiele. Und jetzt ist halt die Frage, wie ist das bei euch? Ich habe euch jetzt geschildert, wie das bei mir so aussieht, was ich brauche, damit mir Collectibles Spaß machen. Um es nochmal grob zusammenzufassen, ich brauche einfach, dass diese Collectibles, dass sie mir irgendeine Belohnung geben. Entweder, dass das Spiel sich dadurch anders spielt, dass ich Level freischalte oder dass das Spiel sich schwerer anfühlt oder halt, dass ich eine direkte Belohnung bekomme. Power-Ups oder halt, dass ich Bock habe, auch gewisse Winkel zu erkunden, weil ich Fähigkeiten bekomme oder in irgendeiner Art und Weise dann halt, ja, mich selber halt irgendwie verstärken kann. Und eine Mischung aus dem Ganzen wäre natürlich immer am besten. Und da habe ich hier ein paar gute Beispiele genannt. Was mir persönlich nicht reicht, ist, wenn einfach nur die Sammel-Items da sind und ich jetzt einfach nur sammeln soll, weil ich sammeln soll. Das reicht mir persönlich tatsächlich nicht. Und ja, wie immer akzeptieren wir natürlich trotzdem den Spielgeschmack der anderen. So komisch der uns auch vorkommen mag. Und in dem Sinne würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, ihr kennt den Drill. Bis zum nächsten Mal. Euer Tim sagt tschüss, hab euch alle ganz so lieb. Wunderschönes Wochenende noch. Ciao, ciao.